Wir fangen heute ein neues Thema an. Das Thema heißt geometrische Grundbegriffe und Abbildungen. Also neues Blatt im Mathematikhefte und dann als große Überschrift geometrische Grundbegriffe und Abbildungen. Ihr könnt die Überschrift gern bunt gestalten. Das Thema wird nicht ganz so lange dauern wie Brüche oder natürliche Zahlen, aber ein bisschen wollen wir uns auch machen. Und wir werden uns mit ganz verschiedenen Sachen beschäftigen. Wir werden uns bei den Grundbegriffen Sachen wiederholen wie: Was ist ein Punkt? Was ist eine Gerade? Was ist ein Strahl? Was ist eine Strecke? Wir werden auch die Lagebeziehung zwischen Geraden und Strecken uns anschauen. Wir werden Abstände ermitteln, auch Abstände zu parallelen Geraden. Wir werden auch solche Sachen wie ein Lot zeichnen. Wir werden auch uns mit Winkeln beschäftigen. Wir werden auch Winkelarten kennenlernen. Wir werden uns mit Figuren beschäftigen. Viele Figuren kennt ihr bereits. Ihr kennt zum Beispiel sowas wie Dreiecke und Vierecke, Fünfecke, Sechsecke etc. Das sind alles Figuren. Wir werden dann auch damit uns beschäftigen, dass wir zum Beispiel diese Figuren auch drehen, spiegeln, und verschieben. So. Was ihr jetzt benötigt an Arbeitsmaterialien für die nächsten Stunden: immer der Matheheft mit kariertem Papier. Und jetzt aber noch ein paar weiße Blätter. Ich sage dann immer, wann wir die weißen Blätter nehmen. Ihr braucht euren Füller, farbige Stifte, einen Spitzenbleistift, ein Lineal, ein Geodreieck. Bitte darauf achten, dass es auch noch drei Ecken hat und nicht schon fünf oder sechs Ecken. Ein Zirkel. Und, wenn es eure Eltern erlauben, dann auch ein Smartphone oder ein Tablet mit dem Programm GeoGebra Geometrie. Weil alles, was wir auf Papier und Stift machen, können wir dann auch noch mit GeoGebra am Smartphone machen und dort ziemlich verrückte Sachen konstruieren. Also, das wird ein schönes Thema und auf geht's!